wird, oder kann er das eigentlich nicht? Und hat er damit den Kanzler erpresst, damit der nicht zu Ihnen überläuft, der Herr Lindner? Ich weiß nicht, wie die drei das untereinander besprochen haben. Aber eigentlich kann man doch nur seriös sagen, wenn irgendwann in Zukunft eine unerwartete neue große Notlage eintritt, aus welchem Grund auch immer, dafür ist das Grundgesetz da. So. Im Augenblick gibt es überhaupt keinen Grund, eine Notlage. Nein, also auch das, was Braun hier sagt, passt nicht zur Realität. Im Grundgesetz ist nicht definiert, was eine Notlage ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Man schreibt so eine Schuldregel ins Grundgesetz. Und man sagt dann, ja, die kann bei einer Notlage ausgesetzt werden. Man definiert aber überhaupt nicht, was eine Notlage ist. Also die Bundesregierung könnte wirklich alles als Notlage deklarieren und niemand könnte etwas dagegen sagen, da eben niemand weiß, was eine Notlage sein soll. Das ist ein weiterer Grund, warum so eine Regel nichts in unserer Verfassung zu suchen hat. Also wie gesagt, das ist eine Vergewaltigung unserer Verfassung, dass da so etwas drinsteht. So eine Schuldenbremse, die hat nichts im Grundgesetz verloren. Die muss da ersatzlos rausgestrichen werden. Zu erklären. Aber der Kanzler hat gleich in seiner ersten Rede zwei Gründe genannt. Einen, den er sich auf der Zeitachse vorstellen kann und einen, den er sich sogar sofort vorstellen kann. Insofern ist für mich die Frage, ob die Schuldenbremse steht oder nicht, in der Ampel überhaupt nicht klar. Aber darf ich da einmal noch mal nachfragen? Die Schuldenbremse steht nicht, da die Unternehmen Netto-Sparer sind. Also die Unternehmen investieren nicht mehr, sie sparen und das mittlerweile seit 20 Jahren. Ich kann euch die Statistik zeigen, die ich euch hier immer wieder gezeigt habe und die wirklich jedes Argument, was irgendwie für die Schuldenbremse vorgebracht wird, widerlegt. Die Schuldenbremse ist einfach nicht realistisch einzuhalten, solange die Unternehmen sparen. Wenn die Unternehmen nämlich sparen, wenn die privaten Haushalte sparen, was sie so gut wie immer tun, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Sektoren, die sich verschulden können. Das Ausland und den Staat. Und das Ausland, das sind unsere europäischen Handelspartner. Wenn die sich verschulden, und die können sich endlos verschulden. Wenn die ihre Schulden immer weiter steigern, dann haben wir irgendwann eine Eurokrise. Also kann sich letztendlich nur der Staat verschulden. Wie gesagt, die Grafik, die ich euch schon so häufig gezeigt habe und die man gar nicht häufig genug zeigen kann. Hier seht ihr die Finanzierungsseiten der Wirtschaftssektoren in Deutschland. Und die Unternehmen sind seit Anfang der 2000er Sparer. Der Staat hat zumindest mal in den letzten 10 Jahren tatsächlich etwas an Schulden abgebaut. Aber das war nur möglich, weil Deutschland riesige Leistungsbilanzüberschüsse hat. Also ohne diese gigantischen Leistungsbilanzüberschüsse muss der Staat sich verschulden. Und das war halt 2022, als der Leistungsbilanzüberschuss dank des Preisschocks, dank des Wirtschaftskrieges gegen Russland eingebrochen ist, der Fall. Auch da musste der Staat sich deutlich verschulden und hat davon beispielsweise die Gaspreisbremse finanziert. Wenn der Auslandssektor weiter auf so einen hohen negativen Finanzierungssaldo hat, wir also weiterhin so einen hohen Leistungsbilanzüberschuss haben, dann bedeutet das, dass irgendwer Schulden machen muss. Und das sind dann Frankreich, Italien, Spanien. Und dort wird es dann über kurz oder lang zu neuen Schuldenkrisen führen. Oder irgendwelche kleinen Länder in Osteuropa, wie Bulgarien oder die baltischen Staaten, die sich das noch viel, viel weniger leisten können als die großen Länder der Eurozone. Also es gibt keinen langfristigen Plan, wie man die Schuldenbremse einhalten könnte. Die Schuldenbremse ist in den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unrealistisch einzuhalten oder fast unmöglich einzuhalten, wenn man keine neue Eurokrise heraufbeschwören will. Und genau das macht man hier gerade. Sehenden Auges und mit vollster Absicht. Und wenn man die Schuldenbremse in einem Moment einhalten möchte, wo die privaten Haushalte sparen, wo die Unternehmen sparen und wo das Ausland das nicht ausgleicht, dann zerstört man mutwillig die Wirtschaft. Und genau das passiert gerade. Genau das sehen wir jetzt. Wir sehen, wie die Industrieproduktion einbricht, wir sehen, wie das BIP schrumpft, wir sehen, wie die Reallöhne deutlich negativ sind, auch dazu werden wir gleich noch kommen. Also wir sehen einen wirtschaftlichen Absturz in allen Belangen und die Ampel sagt, ja, wir belasten die Bürger jetzt nochmal mehr durch Steuern, vor allem arme Bürger mit einer hohen Konsumquote. Also die Bürger, die besonders stark die Wirtschaft anschieben durch ihren Konsum, die werden am stärksten belastet. Und das widerspricht jeglichem wirtschaftlichen Sachverstand. Weil der Commodore schreibt gerade im Chat, als ob Grüne und Rote etwas von Wirtschaft verstehen würden. Ja, die SPD hat mal was von Wirtschaft verstanden. Leute wie Willy Brandt und Helmut Schmidt, die haben eine konjunkturfördernde Politik gemacht. Die haben für Vollbeschäftigung gesorgt. Also es gab in der SPD mal Wirtschaftskompetenz, aber als man sich dann dem Neoliberalismus zugewendet hat, als man so fähige Leute wie Oskar Lafontaine aus der Partei rausgeworfen hatte man ihn nicht, man hat einfach eine völlig falsche Politik gemacht, ihn an den Rand gedrängt und dann ist er ausgetreten und hat mit Die Linke gegründet, da hatte man noch fähige Leute, aber solche Leute wie Lafontaine, die
Ja, wie gesagt, die sind jetzt aus der SPD raus und bei den Grünen, da hast du eh immer nur diesen neoliberalen Einheitsbrei. Also so hat Joschka Fischer eigentlich. Ich würde auch nach. Gibt es denn nur auch eine einzige Partei, die eine sinnvolle Wirtschaftspolitik fordert? Ja, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Partei ist zwar noch nicht gegründet, aber die haben jetzt Fabio Di Masi akquiriert. Also einen wirklich renommierten Finanzpolitiker bei den Linken, der Maurice Höfgen, vielleicht kennt ihr den ja, der war mal wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fabio Di Masi. Also er hat Maurice Höfgen quasi in diese Position gebracht, in der er heute ist. Also das ist eine sehr gute Entwicklung, die wir da gerade sehen. Also das Bündnis Sahra Wagenknecht, das hat sich da richtig Wirtschaftskompetenz reingeholt. Weil es ist ja wichtig zu verstehen, ob sie nicht eigentlich immer noch... Was ist mit der Wirtschaftsunion? Meinst du mit der Wirtschaftsunion? Du meinst... wen meinst du mit der Wirtschaftsunion? Auch wie auch Ihre beiden Fraktionsvorsitzenden, Frau Lange, sagen, wir kämpfen weiter um eine Reform der Schuldenbremse und unterstützen den Kanzler da auch. Ja, natürlich kämpfen wir weiter für eine Reform der Schuldenbremse. Das ist doch klar, weil man nicht, wenn man sich auf einen Kompromiss innerhalb einer Regierung einigt, ein plötzlich einen gemeinsamen Parteitagsbeschluss hat, sondern natürlich sind wir drei unterschiedliche Parteien mit drei unterschiedlichen Positionen. Mhm. Und ich bin der Meinung, was wir jetzt hinbekommen haben, ist eine Lösung, die funktioniert für 2024. Wir schaffen es, dass weiter in Wettbewerbsfähigkeit investiert wird. Wir schaffen es, dass wir den Klimaschutz nicht nachlassen und den sozialen Zusammenhalt erhalten. Mhm. Aber wenn ich langfristig schaue, auch nach der nächsten Bundestagswahl, will ich, dass die Schuldenbremse reformiert wird und wir eine stärkere Trennung von konsumtiven Ausgaben machen, also denen, die einfach laufen, und investiven, wo wir wirklich in öffentliches Vermögen investieren, in unsere Bildung, in unsere Wirtschaft, in die Klimaneutralität. Das ist die Zukunft. Herr Dürr sieht das anders, aber wir werden im nächsten Bundestagswahlkampf auch gegeneinander antreten mit unterschiedlichen Positionen. Nun wird der CO2-Preis... Die CDU und die FDP sehen nichts relevant anders. Auch die Grünen stehen vollkommen hinter dieser Sparpolitik. Also die FDP, es kann ja nicht sein, dass sich die FDP in allen Bereichen durchsetzt. Die Grünen und die SPD sind genauso neoliberale Parteien wie SPD, wie FDP und CDU. Also egal, wer von diesen vier Kartellparteien an der Macht ist, es ändert sich nichts. Eine Sache, weil ich da schon nachfragen würde. Ich meine, wer hat die Agenda 2010 durchgesetzt? Das war nicht die FDP. Wer hat uns die Rente mit 67 beschert? Das war nicht die FDP. Das waren SPD, Grüne und CDU, die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Wer hat die Mehrwertsteuer auf 19% erhöht? Das war nicht die FDP. Kommen wir nochmal hier. Unter der Herrschaft von welchen Parteien ist die Tarifbindung mittlerweile 50% gesunken? Also nur noch die Hälfte aller Beschäftigten fällt unter Tarifbindung. Das war früher mal viel, viel höher. Und welche Parteien haben die Zahlen Sozialwohnungen von 3 Millionen auf 1 Million fallen lassen? CDU, FDP, SPD und Grüne. Alle vier Altparteien waren an diesem Wirtschaftskrieg gegen die breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung beteiligt. Und wer hat davon profitiert? Die deutsche Exportindustrie, die Finanzindustrie und das internationale Finanzkapital. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung durfte das alles bezahlen.